Jo, servus die Malen und grüß euch die Buben. Jo, Freunde, gigantisch der Baum, ha? Schaut gut aus. Ich bin wieder unterwegs in derselben Gegend wie beim letzten Mal, scoute da wieder mal drum. Bin aber jetzt so 3-4 Kilometer weiter gefahren. Selbe Waldstiegel, das geht da oben bis zum Morch. Und ja, ein bisschen schauen, was ich da entdecke alles. Vielleicht einmal für einen Overnighter oder so. Die Gegend ist urig, gefällt mir wirklich sehr gut. Und schauen wir ganz einfach, was wir entdecken. Es wird heute nicht überragendes geben. Essen habe ich heute gar nichts dabei. Ich habe heute noch nichts gegessen, habe aber auch keinen Hunger. Mir reicht ein Käffchen und ein bisschen ein Seelenwärmer. Und mal schauen, ob ich mir heute wieder ein kleines Feierl mache. Ich habe zwei Hobo alles dabei. Nur quasi so fürs Ambiente. Aber da schauen wir später mal dazu. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Es geht auf Weihnachten zu. Das merkt man auch schon beim Einkaufen. Normal sind wir immer relativ früh beim Einkaufen unterwegs. Heute vielleicht einmal eine halbe Stunde später. Und du hast gehabt, die Leute müssen die Geschäfte leer kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Ha, ich hasse den Stress. Hoffentlich ist Weihnachten bald vorbei. Ja, ganz so nicht, weil da bin ich ja daheim über Weihnachten und da kann ich wieder ein bisschen rausgehen. Das ist der einzige Vorteil. Ja, wieder mal schönurig, dschungelig pur. Ja, leider hört man ab und zu Geräusche von der Straße her. Dürfte wahrscheinlich der Wind halt optimal, obwohl gar keiner geht, optimal steht, dass die ganzen Geräusche da einer treibt. Naja, macht nichts. Lass ich mich nicht anhalten davon. Ja, da ist auch wieder so ein Knubbelbäumchen. Aha, da hat sich auch schon wieder ein Höhlchen gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Wohnt da jemand? Na, ist leer. Ich denke aber, dass da Waldwirtschaft betrieben wird, weil ich habe jetzt etliche Bäume gesehen, die sind so angeschnitten worden da unten. Der glaube ich sogar so durchzeige ich noch näher. Wenn einer weiß, für was das sein soll, ist das eine Markierung, ist das, dass er schneller hin wird? Keine Ahnung, aber das sind etliche, was so sind und das sind, schätze mal tiefer vielleicht die, was von allein hin werden, wenn man das da unten anschneidet. Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, bitte in die Kommentare damit. Lasst es mich nicht blöd sterben. Ja, da dürfte mit der Kettensäge gleich durchgeschnitten worden sein. Ist eigentlich auf derer Seite auch. Also, keine Ahnung, für was das gut sein soll. Und auch gleich der da daneben, das dürfte schön da sein, das angeschnittene. Das sieht man. Und noch ein bisschen was Schönes auch dabei, ein paar schöne Schwammeln drauf. Ja, und da sieht man so ein ganz richtiges Wasserreservoir in der Wurzel. Ja, da stehen eine gute 15 cm Wasser. Zum Füttern im Notfall ging es sicher. Na, zum Glück bin ich kein Survivalist. Ja, ich muss gestehen, der vordere Abschnitt gefällt mir ein bisschen besser, weil da sind viel zu viele Bäume angestehen. Das ist, taugt mir nicht so. Ja, ist wurscht. Ich gehe da jetzt noch ein Stückchen Richtung Retour, wo ich da jetzt eingeschossen bin in das Waldstückchen. Und dann machen wir sich einmal ein lockeres, leckeres Käfchen, würde ich sagen. Ja, der liegt auch schon länger, aber voll übersät mit Schwammeln. Aber die werden auch schon, sind schon mehr Tricken auch. Teilweise sind schon eintrickert. Ah, bin jetzt ein Stückchen bei der Vierer gegangen, also eigentlich ein schönes Stückchen. Und da schaut es aus wie so eine kleine Lichtung fast.
Und ja, ich werde mal schauen, da sind ein paar Bäume, die liegen. Da schaue ich mir jetzt irgendwann an. Ah, nehmen wir da gleich. Ah, schöne Umgebung. Puh. Ja, aber bevor ich da jetzt noch was gut hier rein, bleibe ich lieber jetzt einmal da. Tags wieder. Und ja, ich habe letztes Mal noch was vom Survivor Mac gekriegt. So. Aber dann zeige ich dir nochmal näher. Also man sieht ja da schöne goldene Farbe. Und dann nehmen wir mal eigentlich das. Da kommt der Drange rein. Drange, sag ich da. Der Spiritus koche einen Metoks ganz einfach. Und er ist schön windgeschützt. Ja, gleich einen Seil werden wir auf alle Fälle geben, aber ich hab da noch zwei so. Ich von letzten Mal auch noch so. King, Maxi King. Für Kinder ist er genau das Richtige für mich. Ne? Für die Junggebliebenen. Schöner kleiner Steckhobo. Wenn man den Stift rauszieht, kann man schön zusammenlegen. Ah, jawohl, der brodelt schon. Ja, in diesem Sinne gehe ich einmal wieder alle meine ganzen Krankensessel. Weihnachten steht vor der Tür. Alles noch gesund werden vorher. Und natürlich auch allen anderen Prost. Ja, Wasser ist aufgesetzt für den Seelenwärmer. Käfchen dringe fertig. Und geht ein bisschen der Wind. Ja. Ich werde den Windschutz ein bisschen aufbauen. Mit habe ich ja. Ja, hat jetzt ganz leicht der Wind angefangen. Man sieht es vielleicht auf die Blauen da. Ist zwar nicht schlimm, aber ich habe ja was dabei. Ja, für einen Overnighter, weiß ich nicht, ob das Gebiet so zusagt. Es ist da recht feucht da. Klar, alles neben der Donau auch. Die Bäume sind da auch ziemlich ramponiert. Da wird wahrscheinlich, so wie ihr es gesehen habt, wo etliches rausgeschnitten werden oder lassen sie es von allein umfallen. Ich weiß wirklich nicht. Aber ah, es ist. Naja, warten wir mal an. Naja, wird ja schon schön langsam. So, 150 Milliliter, das sind 4,50, ja, ein bisschen über Viertel, denn ich sage, dann sollte es passen. Dann fangen wir mal an zum Rühren wieder mal. So, jetzt lassen wir ein bisschen ziehen. Deliziös, muss ich gestehen. Deliziös. Komischerweise, ich glaube so auf 2,5 Meter, 3 Meter, riecht sich kein Blau. Das Windstill, seht ihr vielleicht der da hinten und da zieht richtig der Wind durch. Ne, arg. Der hat es auf mich angesehen. Naja, ist halt so. Ja, jetzt habe ich eine gute 1,5 Minuten stehen lassen. Dann machen wir endlich durch. Jetzt hat er schon eine schöne Konsistenz. Und jetzt werden wir ihn schmecken lassen. Ja, Mahlzeit, Freunde. Wow, perfekt. Der ist mir gut gelungen. Na, jetzt kommt auch bald die Zeit, wo ich meinen Benzinbrenner wieder verwenden kann. Gut, Freunde, ich schmatze euch da jetzt nicht mehr vor. Ich werde schnell essen. Bis später. So, Mist nehmen wir natürlich alles mit. Und was ich da jetzt auch habe, ich habe diese
vom Hund natürlich. Diese Sackerl fürs Gackerl, die sind ja biologisch abbaubar. Sind natürlich besser wie jetzt andere Plastiksackerl, die das so, ne? So schaut's aus im Hause der Schnecken. Jo, ich packe jetzt schon langsam zusammen, weil es wird finsterer, seht ihr es wahrscheinlich auf der Kam nicht. Die regelt sich selber hoch und zeige euch jetzt noch schnell den Lixada. Also ein lieber kleiner Hobo. Weiß nicht, ein Feiermachen drin ist für mich eh nichts, aber den zieht man da enthe. Tschack, bumm. Und er ist fertig. Kleines Sammling. Verkehrte Richtung. So. Und ein super kleines Faltmaß. Das kann man da auch noch durchhängen, durch ein Loch, aber den lege ich separat rein. Das reicht mir so, ehrlich gesagt. Ja, Freunde, es kann natürlich jetzt sein, dass da ein Bildrauschen mit dabei ist, weil es ist wirklich schon recht finster, aber machen wir gar Platz als aber. So, Licht habe ich heute ganz mit, also müssen wir uns dummen. Dass wir aus dem Wald kommen. Los geht's. Taschenlampen habe ich heute daheim lassen. Ich meine, ich komme eh früher heim. Ja, so wie es ausschaut, ist die Mauer nicht so. Na egal. Ich glaube, das könnt ihr mir noch erkennen. Die Kamera macht das recht gut noch. Und nach 300, 400 Meter, dann bin ich sowieso wieder am Feldweg. Gehen wir. Ja, da fuhren wir jetzt heller und dann bin ich am Weg. Super. Ja, Freunde, da bewahrheitet sich einmal wieder, man sollte immer Taschenlampen mit haben. Und heute habe ich einmal keine mit. Ja, hallo Freunde, ich nehme jetzt ein bisschen die Taschenlampen zur Hilfe, dass ihr mich noch keiner kennt. Ja, es ist jetzt kurz vor 4:45. Es ist schon finster. Ich sage auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.